Audio2Go präsentiert das Abenteuer Hingabe. Was wir gewinnen, wenn wir das Leben nehmen, wie es kommt. Von Gerrit Winter. Gelesen von Gerrit Winter. Widmung. Dieses Buch widme ich meiner Mom, Evelyn Winter. Sie ist mein Fels in der Brandung. Von ihr habe ich gelernt, was Hingabe bedeutet, ohne es zu wissen. Die Erkenntnis kam mir erst im Kontext dieses Buches. Die Erkenntnis, dass meine Mom bedingungslos liebt und bedingungslos annimmt. Nämlich mich. Und damit ist sie der einzige Mensch in meiner Welt, der mir das Prinzip Hingabe vorgelebt hat. Egal, was oder wie ich mich veränderte. Egal, was das Leben mit mir vorhatte und wohin die Wellen mich trugen. Sie stand immer an meiner Seite. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist Hingabe. Das ist meine Mutter. Ich liebe dich über alles. Unsere Liebe bleibt. Danke, Mom. Einleitung. Du hast dich also für ein Abenteuer entschieden? Für das Abenteuer Hingabe? Dann sind wir schon zwei. Wahrscheinlich wagst du dich jetzt in fremde Gewässer. Du brichst zu einer Reise mit unbekanntem Ziel auf und wirst ein Abenteuer erleben, das in der Form, wie du es erleben wirst, noch niemand erlebt hat. Denn es ist dein Abenteuer Hingabe. Etwas Einmaliges. Ich hoffe sehr, dass es dich bereichern und inspirieren wird und dir zu mehr Leichtigkeit und Ruhe, zu mehr Gelassenheit und Resilienz im Leben verhilft. Wahrscheinlich hast du wie viele andere Menschen mit dem Begriff Hingabe noch nicht viel Berührung gehabt. Vielleicht hast du dieses Buch gesehen und dich gefragt, warum ein Typ wie ich sich mit einem so oldschoolig klingenden Wort befasst und bist neugierig geworden. Wann hast du das Wort Hingabe zuletzt benutzt oder gar gedanklich unter die Lupe genommen? Schon lange her? Noch nie? Dann befindest du dich, darauf wette ich eine Tasse Kaffee, in sehr guter Gesellschaft. Seit über 10 Jahren arbeite ich als Coach und habe die wunderbare Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen, bewusster, gesünder, selbstbewusster und autonomer durchs Leben zu gehen. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht darin, Menschen zu sensibilisieren und zu motivieren, Altbewährtes auf den Prüfstand zu stellen und fest eingebrannte Muster und Gewohnheiten zu hinterfragen. Das tue ich mit Hingabe. Egal ob beim Thema Stimme und Kommunikation oder beim Thema Mental Health. Hingabe ist zum Kompass meines Lebens geworden. Das hängt mit den Erfahrungen zusammen, die ich vor ungefähr 10 Jahren gemacht habe. Mit 20 war ich als äußerst zielstrebiger und fast schon kompromissloser junger Mann in die große und wilde Entertainment-Industrie eingestiegen und hatte mir als Popstar und Teenie-Schwarm einen Weg erkämpft. Ich war in den Charts gelandet, hatte mit Weltstars performt. Doch dann geriet ich auf diesem stetigen Weg nach oben aus dem Gleichgewicht. Mit 28 Jahren und nach 5 Hörstürzen wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Während meiner ersten Karriere als Sänger bin ich vielen Träumen, Wünschen, Normen und Erwartungen hinterhergelaufen, seien sie nun gesellschaftlich auferlegt oder selbst erschaffen. Irgendwann habe ich angefangen, dieses Hinterherlaufen zu hinterfragen. Denn an mir selbst habe ich gespürt und erfahren, was für einem unglaublichen Stress wir uns aussetzen, wenn wir all den ach so guten Vorbildern folgen und uns abverlangen, ein glückliches, gutes, perfektes oder sinnvolles Leben zu führen. Wir werden zu Sklaven unserer guten Absichten, Ziele und Optimierungsansätze. Und das macht uns nicht zufriedener und gesünder. Gibt es einen anderen Weg? Ich sage, ja, den gibt es. Er hat mit Hingabe zu tun und ich habe mich auf diesen Weg gemacht. Hingabe hat mein Leben verändert. Es ist mir gelungen, einen neuen Weg einzuschlagen und wieder Zuversicht, Leichtigkeit und Vertrauen zu finden. Ich habe gelernt, mich dem hinzugeben, was das Leben mit mir vorhat.